Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Das Schwarze Auge Satinas Ketten. In der letzten Folge sind wir vor den monströsen Kreaturen geflohen, die die Gauklerin umgebracht haben. Und ich glaube, wir sind jetzt an den Blutzinn angelangt und wollten uns hier gerade umschauen, bevor uns diese Kreaturen vielleicht noch einholen. Ja, ihr hört es vielleicht, ich versuche heute mal mein neues Mikrofon, das ich zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Und ich hoffe, die Einstellungen passen jetzt so weit, dass ich ohne Probleme groß für euch aufnehmen kann. Ja, sprechen müsste man dann schon können. Okay, wir schauen uns einfach mal um. So, mit Nuri sprechen. Und den Raben, den habe ich ganz arg im Visier, weil der ist mir nicht ganz geheuer. Der ist weggeflogen und plötzlich kamen diese Kreaturen, die die Gauklerin umgebracht haben. Und daher, ich denke, der hat da so seine Flügel mit im Spiel. So, aber erst sprechen wir mal mit Nuri. Hör mal. So, Ausrüstung, ja. Was haben wir eigentlich an Ausrüstung dabei? Wir benötigen genug Ausrüstung, bevor wir weiterreisen. Es ist in Ordnung. Ich kann etwas Ruhe gebrauchen. Gut. Alles klar, dann müssen wir uns Ausrüstung besorgen. Nuris Lichtzauber. Ja, stimmt. Obwohl. Lichtzauber? Ich dachte, sie kann reparieren. Ist das ein Lichtzauber? Oder habe ich da jetzt schon wieder irgendwas vergessen? Die letzte Aufnahme ist leider etwas länger her. Fragen wir sie mal. Was war das für ein Zauber, mit dem du uns gerettet hast? Es war die Macht des Mondlichts. Für die traurigen Feen ist es wie Feuer. Sie brennen darin. Ha, ich wusste es doch. Ich wusste, dass es auch Feen waren. Missgestaltete Feen. Hm? Da lag ich mit der Vermutung doch nicht so ganz falsch. Ich lag sogar hundertprozentig richtig. Okay, traurige Feen. Was meinst du mit traurige Feen? Ich habe gespürt, dass sie einst waren wie ich. Und jetzt sind sie traurig? Sicher. Wenn eine Fee alle Zauberkraft verliert, stirbt sie nicht, sondern wird von Dunkelheit verschluckt. Dann ist sie sehr traurig und kann nie wieder lachen. Für mich waren das gemeine Unholde, die Isida auf dem Gewissen haben. Sie sind trotzdem traurig, glaube mir. Gut. Vielleicht stehen sie auch unter der Kontrolle irgendeines anderen und wissen gar nicht, was sie tun. Im Rausch der Dunkelheit. Wenn sie von der Dunkelheit besessen sind. Aber das heißt auch, dass Nuri beinahe auch sowas geworden wäre. Sie konnte ja kaum noch Magie üben, als wir sie gefunden haben. Tödliche Magie. Eine Magie ist auch für dich tödlich, nicht wahr? Du wärst daran selbst fast verbrannt. Ich wollte nicht, dass du stirbst. Danke, Nuri. Und was jetzt? Och, das ist so lieb. Danke, Nuri. Du magst ihn. Ihr mögt euch beide. Da funkt's doch bestimmt ein bisschen. Seher und Feen. Warum dienen diese bösen Feen dem Seher? Er muss sie verzaubert haben. Und jetzt lass das Thema sein. Ich werde sonst auch noch ganz traurig. Tja, manchmal muss man aber auch mal traurig sein, Nuri. Du kannst nicht immer nur glücklich sein. Natürlich sollst du dann trotzdem nicht so werden wie die anderen Feen, die da von Dunkelheit zerfressen werden, aber ein bisschen traurig kannst auch du mal sein. Das tut manchmal sogar ganz gut. So, Überfall. Wie geht es dir? Ich bin traurig, dass Isida fort ist. Hoffentlich finden diese Schrecken bald ein Ende. Darum suchen wir den Feenforscher, um zu verhindern, dass noch Schlimmeres geschieht. Ich hoffe, wir finden ihn bald. Aber vorher müssen wir wohl noch Ausrüstung finden. Lass uns später weiterreden. Okay. Ritter Zornbold, war das nicht irgendein äußerst bekannter Ritter? Ich dachte, in Andergast hätte ich schon mal seinen Namen gehört. Fensterladen ist verschlossen. Niemand da. Gram ist da. Er hat sich bloß verkrochen. Okay. Gram wird wohl der Händler sein.
Na gut, ich werde dann doch mal mit dem Rahmen sprechen. Es führt wohl eh kein Weg mehr dran vorbei. Er ist ja jetzt unser Begleiter. Wenn ich auch nicht ganz weiß, ob das so gut ist. Wundervoll. Eine Traumstimme behauptet, dass ich das Ende bringe, und schon begleitet mich ein Todesvogel. Na, ich dachte, die Krähen wären die Todesvögel und nicht die Raben. Das ist ja doch mal ein Unterschied. Rabe, nachdem du die letzten Tage für uns den Speer gespielt hast, hat Nuri mich gebeten, von nun an netter zu dir zu sein. Und? Schaffst du es? Ich versuche es. Du? Mal schauen. Okay. Traurige Feen. Naja, vielleicht weiß er ja was über diese armen Kreaturen. Nuri glaubt, dass die Kreaturen des Seers böse Feen waren. Wieso hat er so viel mit Feen zu tun? Da fragst du wirklich den Falschen. Will er sie auch zu einer bösen Fee machen? Vielleicht. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich da den Falschen frage. Dein Lachen klang etwas gezwungen, mein Lieber. Neues von den Kreaturen. Hast du gesehen, ob uns diese Unholde noch folgen? Hast du sie nicht abgeschüttelt? Doch, ich denke. Womöglich aber auch nicht. Aber sie sind machtvolle Kreaturen des Seers. Ich habe während meiner Kundschaftsflüge keine Verfolger gesehen. Gut. Aber das muss ja nichts heißen. Verdirb mir nicht schon wieder die Laune. Oder du hast welche gesehen und sagst es uns nur nicht. Aktuelle Situation. Wir sind den Kreaturen des Seers entkommen und haben einen weiten Weg zurückgelegt. Das Schicksal meint es vielleicht noch einmal gut mit uns. Jetzt liegt es wieder in unseren Händen. So, so, das Schicksal. Was ist das denn, das Schicksal? Der Wille der Götter. Und du kannst den Willen der Götter nach deinem Willen fügen? Erstens denke ich nicht, dass das Schicksal der Wille der Götter ist. Der Wille der Götter, ja, je nachdem, wie man handelt, können die Götter einem ja anders gesinnt sein. Von daher können sie einem Gutes wollen oder dann später Schlechtes. Von daher gehe ich davon aus, dass man das verändern kann, ja. Jeder Mensch hat eine Bestimmung. Etwas, wonach uns die Götter streben lassen. Was ist deine Bestimmung? Jedenfalls kein verfluchter Unglücksbringer zu sein. Ich bin meines eigenen Glückes Schmied. Fürchtest du nicht die Prophezeiung? Was ist, wenn sich das Unheil nicht vermeiden lässt? Meine Zukunft ist noch nicht geschrieben. Noch jeder hat sich vor Satinavs unfehlbarem Blick beugen müssen. Einen Moment. So, da bin ich wieder. Da hat leider das Telefon gerade geklingelt und mein Freund hat dran. Darum musste ich da unbedingt dran gehen, weil er sich verfahren hatte. Es passiert ihm leider etwas öfters. Aber na gut, jetzt bin ich wieder da und wir fragen den Raben nach Satinav. Erzähle mir mehr über Satinav. Man kennt ihn unter vielen Namen. Der 13-Gehörnte, der Unaufhaltsame, der Steuermann des Zeitenschiffs. Einst war er ein mächtiger Magier oder gar Halbgott. Die Götter ketteten ihn zur Strafe an das Schiff der Zeit, weil er Herr über seine eigene Zukunft werden wollte. Das heißt, die Götter wollen nicht, dass man sein Schicksal selbst bestimmt? Wie Satinav sind wir Sterblichen Gekettete der Zeit. Dann werde ich diese Ketten eben sprengen müssen. Naja, soweit ich weiß, wollte Satinav aber nicht nur sein eigenes Schicksal bestimmen, er wollte einen der anderen Götter hintergehen. Und ihn verraten, so oft die Art. So habe ich das zumindest gelernt in meinem Pen-and-Paper-Rollenspiel. Nun ja, heißt ja nicht, dass das dann richtig war, aber okay. Ich schaue mich mal weiter um. So, ich denke, wir müssen jetzt erstmal dafür sorgen, dass dieser
Kram, glaube ich hieß er, seinen Laden wieder öffnet, weil wir ja Utensilien brauchen, um weiterfahren zu können. Und mit dem Ritter haben wir auch noch nicht gesprochen. Ich schaue mich erstmal hier am Laden um. Aussichtslos, mein Junge. Zwergenarbeit. So, da bin ich wieder. Diesmal war es schon wieder das Telefon, aber diesmal war es mein Vater, der angerufen hat. Heute ist ein ganz toller Tag zum Aufnehmen, merke ich schon. Nun ja. Zwergenarbeit, deswegen können wir die Läden nicht einreißen. Gut, reden wir mit dem Ritter, der scheint sich ja hier auszukennen. Oder schauen wir uns erst einmal an. Wie oft habe ich geträumt, selbst ein solches Wappen zu tragen? Du bist aber hässlich. Nori! Die sonderbare junge Maid pflegt einen interessanten Humor. Du bist aber hässlich. Danke, Nori. Machst uns halt gleich mal wieder Freunde. Na gut, es scheint ihn nicht so großartig gestört zu haben, aber nett war es nicht, Nori. Und Geron wollte einmal Ritter werden. Okay. Ich kann mir zwar Schöneres vorstellen, aber... Naja, kleine Jungs wollen ja öfters mal Ritter werden, oder Feuerwehrmann, oder Polizist. Wobei Polizisten ja sowas wie moderne Ritter sind. Von daher... Rondra zum Gruße, Herr Ritter. Könnt ihr uns sagen, wo wir hier sind? Das ist das Taschgebirge. Tasch. Dann sind die Blutzinnen nicht mehr fern? Für einen fahrenden Ritter nur ein kurzer Abstecher. Für einen Bauernjungen und ein Frauenzimmer ist es noch weit. Ich bin kein Bauer. Mädchen, lass dich in dieser Gegend besser von einem richtigen Mann beschützen. Was denn für ein Mann? Ich bin Bogumil Zornbold, Ritter von Andergast. Zu euren Diensten, schöne Dame. Ich bin Nori. Das ist mein Freund Geron. Nori also. Ein ungewöhnlicher Name. Boah, bist du eklig. Ich krieg einen Würgereiz. Wachs. So ein schleimiger Typ. Nori, lass dich nicht darauf ein. Solche Typen bringen nur Unglück. Ich sag's dir. Ausrüstung. Wir brauchen Ausrüstung, Herr schleimiger Zornbold. Wir brauchen Ausrüstung. Ein Seil, Decken, Proviant. Alles, was nützlich ist. Gewöhnlich bekommt man hier sowas bei Gram. Aber der Dickschädel versteckt sich in seinem Haus und macht nicht Mu, nicht Mäh. Diesem Halsabschneider würde ich ohnehin nicht trauen. Hast du gehört, Gram? Du Halsabschneider! Okay. Halsabschneider. Wieso ist er ein Halsabschneider? Warum versteckt sich dieser Gram denn? Der Ochse will nicht zugeben, dass ich im Recht bin. Im Recht? Im Recht. Er weigert sich, seine Schulden bei mir zu begleichen. Was für Schulden? Er hat mein Pferd auf dem Gewissen. Hat ihm verdorbenes Futter gegeben, da ist es elendig verreckt. Ich bin in Eile und allein auf Schusters Rappen komme ich nicht voran. Armes Tier. Aber dieser wieso sollte dieser Kram dir schlechtes Futter geben? Das ergibt doch keinen Sinn. Ritter im Taschgebirge. Was verschlägt denn ein Andergaster Ritter ins Taschgebirge? Im Auftrag des Königs habe ich die Orkstämme in den Blutzinnen im Auge behalten. Ihr seid durch die Blutzinnen gereist? Sicher, doch nun muss ich zurück nach Andergast. Unter den Zolochai ist Unruhe ausgebrochen. Ich muss König Ephadan umgehend davon berichten. Gut. Forscher in den Blutzinnen, genau. Bist du dem Forscher begegnet? Seid ihr in den Blutzinnen einem Gelehrten begegnet? An einem roten See? Roter See? Nein, aber wenn er von Süden kam, muss er hier vorbeigekommen sein. Dann hat Gram ihn vielleicht gesehen.
Gut, wieso sollen wir ihn aber unserem Wagen verkaufen? Dann haben wir selbst nichts mehr zum Weiterreißen. Wollt ihr uns das Gespann nicht abkaufen? Was nutzt mir ein Gauklerwagen? Aber euren Gaul könnt ihr mir vermachen. Was verlangst du dafür? Ich weiß nicht genau. Überlege dir einen guten Preis. Dann sage ich dir meinen. Was könnten wir... Rondra mit euch, Herr Ritter. Und mit dir. Was könnten wir für ein Pferd verlangen? Wobei ich dieses Pferd ungern, diesem ekligen Schleimer, verkaufen würde. Oh, eine Mechanik. Sonderbare Vorrichtung. Mit einem schnöden Glockenseil gibt sich der Hofbesitzer eben nicht zufrieden. Die Verbindung zwischen den Rädern fehlt. Das Rad drehen kann man auch nicht. Irgendjemand hat die Kurbelstange entfernt. Aber warum? Und für was soll das überhaupt gut sein? Oh je. Hier sieht es ziemlich wüst aus. Schellenstab. Hätte Nori dieses Klimperding bloß nie entdeckt. Immerhin hat die Musik ihr die Lebensgeister zurückgebracht. Eben, dann hat sie ja doch was Gutes gebracht. Zügel. Ein Kutschpferd lenken ist einfacher, als ich gedacht hätte. Solange man eine Fee dabei hat, die dem Pferd erklärt, was man von ihm will. Okay, Nori hat also Übersetzer gespielt. Wir haben jetzt Zügel und einen Stab. Ja gut, das könnte man für das Glockenseil eventuell benutzen. Das hier als Kurbel und das als Verbindung. Zinnflasche. Ein Elixier gegen Haarschwund. Der Zwirbelbart auf dem Bild hat wohl einen Schluck zu viel genommen. Ja, es sieht ein bisschen seltsam aus. Hier dieser Bart. Es erinnert mich so an diesen Lenzen, Ingo Lenzen. Dieser Ingo Lenzenbart. Steckt die Flasche halt mal ein. Und hier sind noch Gliederpuppen. Noris Windkönigin hat wieder mal den Koboldkönig und seinen verschlagenen Bruder besiegt. Okay, Nori hat sich also hier mit Spielen begnügt, während du geritten bist. Trommelschläge. Gwindling hat mich gelehrt, wie man Feen mit Musik anlockt. Er hätte mir noch verraten sollen, wie man sie wieder davon abbringt. Okay, Nori ist also sehr musikalisch. Oder mag Musik zumindest sehr gerne und spielt gern mit Puppen. Gibt's hier noch was? Ich glaube, das war's erst einmal. Und als nächstes ist die Frage: Reparieren wir hier erst die Glocke? Oder verkaufen wir ihm zuerst unser liebes kleines Pferdchen? Wann gehen wir weiter? Ich habe nicht die geringste Ahnung, wo dieser rote See liegt. Zudem, ohne gute Ausrüstung überleben wir in den Blutzinnen keine 2 Tage. Okay, hier entlang geht's dann wohl nicht. Dann müssen wir ihm leider unser Pferd verkaufen. Auch wenn mir es schrecklich leid tut. Wie oft habe ich geträumt, selbst ein solches... Du bist aber... Nori! Ja, das wollte ich nicht. Die sonderbare... Ich wollte dich links klicken, nicht rechts. Ansprechen. Herr Ritter Zornbold. Was ist los, Junge? So. Wollt ihr uns das Gespann nicht abkaufen? Was nutzt mir ein Gauklerwagen? Aber euren Gaul könnt ihr mir vermachen. Was verlangst du dafür? Ich weiß nicht genau. Überlege dir einen guten Preis. Dann sage ich dir meinen.
Okay, viel weiter kommen wir hier auch nicht. Rondra mit euch, Herr Ritter. Und mit dir. Ich dachte eigentlich, wir könnten ihm jetzt irgendeinen Preis nennen. Aber wir müssen wohl erst hier mit dem Händler sprechen, damit wir wissen, wie viel Geld wir überhaupt brauchen. Oh, was ist das denn? Ein Einbärenstrauch. Einbären? Ihr bitterer blauer Saft ist wider Erwarten sehr heilkräftig. Ich komme nicht ran. Genau, da kommst du nie dran. Aber vielleicht kannst du einen Ast abbrechen. Keine einzige Beere fällt herab. Wie immer. Seufzt, entschuldige. Na gut. Dann vielleicht erst hier die Glocke reparieren, damit wir den Gram irgendwie aus der Bude rausbekommen. Okay. Dann fehlt noch Trommelschlägel oder der andere Schlägel. Als Kurbelstange viel zu dünn. Alles klar, dann muss der andere Schlägel dran, der Schellenstab. Passt genau. Perfekt, dann dreh mal schön. Feuer! Mordio! Die Orks stürmen! Was macht ihr alle noch hier? Verschwindet, bevor die Schwarzpelze hier sind! Da hast du dich aber foppen lassen, Herr Zwerg! Der Junge hat die Glocke geläutet. Da kommen keine Orks. Was? Was geht denn in deinem Spatzenhirn vor, Junge? Läutest Alarm ohne Grund und reißt einen ehrlichen Zwerg aus seinem warmen Sessel. Ich fasse es nicht. Wir wollten nur... Ihr hattet nicht geantwortet. Ach, lass gut sein. Aber gewöhn dir gleich mal das förmliche Geschwätz ab. Wer bist du überhaupt? Ich bin Geron aus Andergast. Aus Andergast? Wie der da? Na schön. Mein Name ist Gram, Sohn des Grandolin. Und das hier ist Grams offenes Haus. Offenes Haus? Pff. Was willst du, Geron aus Andergast? Entschuldige. Ich wusste nicht, dass das ein Alarmturm ist. Hätte es mir aber denken müssen. Okay. Naja, immerhin hat er darauf reagiert. Das hat seine Wirkung nicht verfehlt. Gut, wir wollen Ausrüstung. Wir brauchen Ausrüstung und Proviant für den Weg. Also ein gutes Seil, Decken, Wasser. Ausgezeichnet. Das macht dann ein Goldstück. Was? Das ist viel zu teuer. Bei Fex und Angrosch. Was hast du erwartet? Glaubst du, der Krempel wächst hier unter den Steinen? Zu teuer? Ich fass es nicht. Aber... Frag nochmal, wenn du Geld bei dir hast. Okay, jetzt wissen wir brauchen ein Goldstück. Gut, er wird Pferd und Wagen nicht brauchen. Deswegen werden wir dem Ritter wohl das Pferd für ein Goldstück verkaufen. Ich verkaufe dir das Pferd und den Wagen. Nein, lass nur. Ich mache mir nichts aus diesem Viehzeug und dem, was sie mit sich rumschleppen. Ja, das dachte ich mir. Okay, Streit mit dem Ritter. Was ist das eigentlich für ein Streit zwischen dir und dem Ritter? Ich weiß nicht, was du meinst. Der Ritter sagt, du hast sein Pferd vergiftet. Ja, und das hat er auch. Halt die Klappe, Zornbold! Ha! Okay. Ich würde trotzdem gerne nachhaken. Also lügt der Ritter? Pass auf, Mensch. Ich glaube nicht, dass dich das was angeht, also... Ist der schon gut? Na gut. Hast du den Feenforscher gesehen? Ist der hier vorbeigelaufen? Wir suchen einen Gelehrten, der sich in den Blutzinnen aufhalten soll. An einem roten See. So ein Verrückter? Da ist einer hier durchgekommen. Wollte alles Mögliche bei mir kaufen. Lauter exotisches Gerümpel. Weißt du, wo genau ich ihn finden kann? Ja. Ich sage es, wenn dir eine Gegenleistung dafür einfällt. Eine Hand wäscht die andere, nicht wahr? Da siehst du es, Junge. Der Zwerg ist ein Knauser. Zieh endlich ab und hüte deine Schweine. Ich mag Zwerge. Auch wenn sie ein bisschen krummelig sind. Ich mag sie trotzdem. Weil sie im Grunde sehr ehrenhaft sind. Ehrenvoll. Ehrenhaft? Ehrenhaft. Okay, was willst du denn als Gegenleistung? Wenn du mir sagst, was du möchtest, hole ich es dir.
Wo ist der Forscher nun? Hast du mir was Ordentliches anzubieten? Dann weiß ich auch nicht, wo der Kerl ist. Na gut. Ich lass dich wieder in Frieden. Dann verkaufen wir unser Pferd erstmal für ein Goldstück. Wobei mir persönlich ein Goldstück für ein Pferd ziemlich wenig vorkommt, aber gut. In der Welt ist es vielleicht doch recht viel. Wie oft habe ich geträumt, selbst ein solches Wappen zu... Du bist... Nori! Ha, die Sonne... Warum klicke ich heute ständig rechts anstatt links? Herr Ritter Zornbold. Was ist los, Junge? Pferd gegen ein Goldstück. Ich verkaufe euch das Pferd für ein Goldstück. Der alte Klepper ist doch höchstens ein halbes wert. Und damit wärst du noch gut bedient, Junge. Abgemacht? Nein, wir brauchen ein Goldstück. Also, mein Angebot steht. Dann müssen wir ohne Ausrüstung weiter, Nori. Aber ich dachte, ohne können wir nicht weiter. Mit nichts am Leib in die Blutzinnen zu gehen, das wäre blanker Unfug. Aber wir haben kein Geld und ihr gebt uns nicht genug für das Pferd. Ha! Okay, jetzt haben wir viele, viele Möglichkeiten. Zu Nori sitzen fest wäre auch nicht gut. Ich glaube, das würde den Ritter nicht beeindrucken. Zu Nori, dunkle Kreaturen. Nori ans Haus erinnern wäre wahrscheinlich auch nicht gut. Was würde das bringen? Hilfe für Nori. Dunkle Kreaturen. Wenn er hört, dass da welche kommen, gibt er uns vielleicht ein Goldstück? Wenn wir nicht bald weiterkommen, holen uns die dunklen Kreaturen wieder ein. Ich fand sie nicht sehr dunkel. Sie waren nur traurig. Sie haben Isida getötet. Und beinahe wären wir dran gewesen. Ich dachte, sie sind ein bisschen wie ich. Nein, ganz sicher nicht. Wollt ihr denn Nori nicht helfen, Ritter Zornbold? Wie es aussieht, geht es ihr doch gut. Wobei sollte ich ihr helfen? Okay, Nori ans Haus erinnern. Oh, tut mir leid, Nori. Ich muss dich traurig machen, damit er uns hilft. Was deine Freunde zu Hause jetzt wohl machen? Wieso? Na, sie sind doch ganz allein und vermissen dich sicher. Ganz allein? Frau Grimbald, wir müssen zurück und sie holen. Nein, wir können jetzt nicht umkehren. Willst du den Kreaturen direkt in die Arme laufen? Wir müssen den Feenforscher finden. Er wird uns helfen und dann holen wir auch Frau Grimbald und den Rest. Frau Grimbald. Jetzt, hilf ihr bitte. Wollt ihr denn Nori nicht helfen, Ritter Zornbold? Ach. Was hat sie denn? Sie ist traurig, dass wir nicht weiter können. Was kann ich denn für dich tun, Nori? Frau Grimbald. Wie kann ich helfen? Gib uns bitte ein Goldstück für das Pferd oder Ausrüstung des Ritters. Ich kann dem Ritter seine Ausrüstung nicht klauen. Dann ist er ja selbst schutzlos. Ritter kauft Ausrüstung? Nee. Der ist ja immer noch im Streit mit diesem Kram. Helft uns mit einem Goldstück aus, Herr Ritter. Ein halbes für das Pferd und ein halbes, damit Nori wieder lacht. Da hast du mich aber, Junge. Für das Lächeln einer Schönheit ist mir kein Gold der Welt zu schade. Hier, nimm. Hab Dank, Herr Ritter. Dann können wir bald weiter? Ja. Und Frau Grimbald muss nicht mehr lange warten. Ja, so gefällst du mir, Mädchen. Willst du nicht doch bei mir bleiben? Nichts da. Wirks. Na, beschütz mal schön Nori. Geh ran. Okay, wir haben jetzt das Geld für die Ausrüstung. Und in der nächsten Folge werden wir uns dann die Ausrüstung besorgen und aufbrechen zu den Blutzinnen. Wenn uns der Zwerg noch verrät, wo die genau sind, der Rote See. Wo versteckt sich der Feenforscher? Das alles erfahren wir wohl in der nächsten Folge. Bis dann!